Einmal anschnallen, bitte. Das könnte die Devise für heute sein. Wir wissen, heute 16:30 Uhr wird Fed-Chef Powell Aussagen vor dem Wirtschaftsausschuss des US-Kongresses. Und dementsprechend ist um diese Uhrzeit, circa um diese Uhrzeit, kann ein bisschen später auch sein, denn es geht gar nicht so sehr um die Rede, sondern es geht um die anschließenden Fragen, die dann noch da kommen, der jeweiligen. Und die kann natürlich, oder die können natürlich, je nachdem, wie die Antworten dann lauten, enorme Bewegungen an den Börsen indizieren. Das heißt, für all diejenigen, die aktiv sind am Nachmittag, na gut, das ist eine alte Regel, man handelt nicht wirklich exakt zum Termin, zumindest mal nicht ganz kurzfristig, weil die Chance, dort auf der falschen Seite zu sein und nicht rechtzeitig und sinnvoll wieder rauszukommen aus den Positionen, einfach zu groß ist. Aber natürlich könnte sich daraus im Nachgang was Tolles ergeben, was den Markt dann wieder einen neuen Schwung gibt. In welche Richtung, das kann man natürlich nur raten. Wenn ich jetzt nochmal aktuell gucke, was der Nasdaq beispielsweise macht, dann sehen wir hier im Stundenchart eine wunderschöne 1, 2, 3, 4, 5 eigentlich nach oben. Wir sehen das hier nochmal hoch aufgelöst. Das war sogar intern hier, das Teilstück hier vorne. Das hatte sowas 1, 2, 3, 4, 5, anschließend ein korrektiver Rücksetzer, zwar wenig ausgeprägt, man muss ein bisschen reinzoomen, um die Korrektur zu erkennen. Aber dieses Bild, was wir hier haben, das könnte uns jetzt wieder bevorstehen. Allerdings wäre es durchaus typisch und normal, dass der Kurs dann auch nochmal ein bisschen hier runter geht, also eigentlich irgendwo dahin. Nicht notwendigerweise so tief, das muss natürlich nicht unbedingt sein, aber unter diese Marke hier bei der Vierer-Marke, es ist ungefähr 10.900. Das ist zumindest mal ein Klassiker für die Situation. So, da sehen wir nochmal mit Fibonacci würde das auch übereinstimmen. Die 38er-Marke knapp oberhalb, die liegt bei ungefähr 917, also 10.917, die 50er-Marke. Nur, dass man so eine Orientierung hat bei 870 in etwa. Also wir sehen, da wären wir mittendrin. Das wäre eigentlich ein schönes, ein typisches, ein sinnvolles Ziel. Mal gucken, ob wir das jetzt noch herbekommen, ob der Markt jetzt die Aufwärtsbewegung macht, nicht irreführen lassen. Dieses hier ist nur ein Zeichen gewesen, das wir in unseren Intraday-Betrachtungen mal mit eingezeichnet haben. Ist sowas realistisch? Ja, möglich ist sowas schon, aber es macht nicht so viel Sinn, wenn dieses Zwischenhoch und dieses Hoch so ähnlich hoch sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausbruch hier drüber nachher dann doch nur dazu führt, dass der Kurs schnell wieder nach unten kommt, relativ hoch. Das hat sich hier jetzt bewahrheitet. Ich wollte es mal drin lassen, damit man einfach nochmal sehen kann. Ah ja, jetzt sehe ich das auch. Also im Moment eigentlich so ein bisschen der Rückwärtsgang. Und dieser Rückwärtsgang, der müsste noch nicht mal unbedingt bedeuten, dass der Markt jetzt definitiv in diesem Zug jetzt hier weiter nach unten geht. Wir wissen, wir haben ja noch so ungefähr die 10.500 oder 10.300 oder vielleicht sogar noch tiefer hier auf dem Plan im übergeordneten Bild. Bleiben wir mal ruhig beim Nasdaq. Das wären ja hier so diese typischen Marken für einen Rücksetzer. Eigentlich sind wir aber zu schnell dort unten von der Zeit, vom Winkel her ebenfalls. Ich kann das nochmal andeuten. Also hier ebenfalls so diese Spiegellinie, das ist nicht so ein Klassiker. Ein bisschen langsamer täte Not. Dementsprechend wäre es gar nicht so schlecht, wenn der Markt nochmal nach oben käme. Hier jetzt erstmal zumindest nochmal so ein bisschen die Aufwärtsrichtung fährt und dann erst nochmal nach unten kommt, um dann diese Marken zu erreichen. Wir sehen, manchmal führt der Umweg zum Ziel. Das könnte uns jetzt hier ebenfalls noch bevorstehen. Typischer wäre es, dementsprechend sollten wir uns darüber nicht wundern. Aber was rede ich von könnte? Die Voraussetzungen im kleinen Chart sind ja relativ gut für die deutliche Aufwärtsbewegung. Jetzt ein wackeliger Rücksetzer, das wäre der Wunsch, um dann den nächsten Schub nochmal nach oben zu haben. Und dann haben wir hier mit dem, was ich hier jetzt so angedeutet habe, eigentlich ganz gute Voraussetzungen für diese Aufwärtsbewegung, die ich hier in einer Linie jetzt hier nur dargestellt habe. So, also 16:30 Uhr, spannend für die Intraday-Händler und aber auch spannend für diejenigen, die im Nachgang sich das angucken, denn was er dort sagt, kann eine Wirkung haben auf das, was uns noch bevorsteht an der Börse. Deshalb denke ich mal, sollten wir da auf jeden Fall drauf gucken, was es da zu hören und zu sehen gibt. In diesem Sinne, euch allen toi toi toi, alles Gute und ganz liebe Grüße.